Hallo und willkommen zurück zu Kommandant Generäle und der IBG-Kampagne. Wir befinden uns nun in der vierten Mission. Ja, schlechte Nachrichten. Westliche Allianz hat unsere Säurewaffenlage besetzt. Ist schlecht. Erobern Sie die Lagerbunker zurück. Uäh. Die Mission war auch assi. Fechi assi. Schauen wir mal, wie wir die geregelt kriegen. Juju. Flammenwerfer ist oder was sind das da für Typen? Attacke! Oder sind das Kommandoeinheiten? Hier sind Kommandos, ne? Holen wir uns unser Eigentum zurück! Ja, ist eine Kommandoeinheit. Die laufen wie die Hasen! Ja, warum wohl? Ja, fällt auch gar nicht auf die Bombe da. Ja, Idioten. Ja. Das war sehr klug. Sehr klug. Nicht sehr klug, die Leute. Nicht sehr klug. Wir sind noch in der Sequenz, oder? Wieso kann ich da nicht? Jetzt kann ich, okay, Speicherstand, speichern, neuer Speicherstand, IBG4. Das natürlich und das, was war er hier? Weiß ich nicht mehr. Skillen ihn, so, zack. Lass mich mal kurz überlegen. So, also wir mussten hier in dieser Mission ordentlich Basis bauen, oder? Buggies können wir nicht, dafür brauchen wir den Palast, okay. Zack. Lass mich mal kurz nachgucken, was war das hier? Sie können, achso, ja. Immer den Wert von dem, was wir zerstört haben, kriegen wir dann da wieder, okay. So. Dann arbeite mal. Anni, wir kriegen ja in dieser Mission auch endlich unseren Schwarzmarkt. Der funktioniert quasi wie die Hacker beim Russen oder Quatsch, beim Asiaten. Und sag schnell. Wir haben einen Krieger verloren. Ach, fuck. Und die Flugfelder, die Landefelder von den Alliierten. Allerdings ist die Produktion, ich glaube, 25 pro Tick. Also 25 Credits pro Tick. Asiaten und westliche Allianz, die produzieren mit ihren Teilen schneller Credits als die GBA. Aber dadurch, dass wir ja durch zerstörte Einheiten und so weiter Credits kriegen, ich denke mal, regelt sich das alles. Das regelt sich alles. Wir haben keine Cyberkaserne, na dann wird's viel mal Zeit hier. Hallo? Ist hier kein Platz? So. Kannst ja mal hier hingehen und mal ein paar Sachen hinstellen. Ein paar Boom-Booms. Ihr braucht hier hinten eigentlich gar nicht stehen. Könnt denn, wenn dann schon ein Stückchen nach vorne. Hallo? Geht mal ein bisschen hier in so ein Gebäude rein. Oh, leben die noch? Ja. Okay. Lassen wir sie da einfach mal stehen, eine Runde. Wieder ein Gebäude fertig. Ist schön. So, hier können wir nichts skillen. Können wir auch. Ach doch, wir können das skillen. Das ist sehr gut. Dann können wir hier. Ach, Tunnelsystem brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht. Bauen wir mal hier Anti-Air, weil die auch auf Fahrzeuge schießen können, dadurch, dass das Raketenwerfer sind. So, und am besten fährt man hier, wenn man hier massiv Raketenbuggies baut, weil die halt so eine extrem hohe Range haben und wenn man da einen guten Pulk hat, dann ja, kann man gut alles wegsnipen. Wir haben doch jetzt unseren Palast, oder?
Nee, jetzt. Okay, bauen wir mal so viel. Und er baut jetzt unseren Schwarzmarkt. Kriegen wir den hier irgendwo reingequetscht, weil ich den nicht an der vordersten Front stehen haben will. Damit der bei einem Angriff direkt kaputt geht. Oh, oh. Einen Krieger verloren. Ah, fuck. Und da schickt er noch mehr Suizidleute rein, okay. Von mir aus. Was haben wir hier? Mehr Schaden für alle Säureeinheiten. Hm. Puh, ein Mob bauen? Eigentlich sind ja schon geil, ne? Was ist das hier? Oh, das ist ein Sniper. Hm. Ach ja, bauen wir mal einen davon. Oh, nee. Piu, 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 piu. Oh, scheiße, die haben das Gebäude zerstört. Geht mal ins nächste Gebäude und lasst euch da nicht wegschnetzeln. Hallo? Schießt doch auf den... Ein Quatsch. So, der Bauch noch. Ach, bauen wir mal am besten noch eine zweite Cyborg-Kaserne. Ich würde es am liebsten noch ein bisschen dichter bauen, okay. Damit wir hier ein bisschen Platz sparen. So. Die Credits! Ah. Ah. So, du komm mal her. Kannst hier mal noch so ein Dings hinbauen. Dann können wir die hier ein Stückchen vorziehen. Und ihr geht hier auch ein Stück vor. Und du kannst hier vorne in den Turm am besten rein. So. Haben wir irgendwo einen Arbeiter fertig? Ja, hier. Du kannst hier gleich noch so ein Teil hinbauen. Ah, scheiß drauf. Buggy-Reichweite, ja, auf jeden Fall. Oder ne, war das Reichweite? Ne, mehr Munition. Okay, bevor sie nachladen müssen, ja. Schon ganz, ganz praktisch. Und neben der Reichweite ist auch deren Geschwindigkeit einfach saugeil. So, was haben wir hier? Mehr Schaden für MG, Kampfjeep, Cyborg. Fahrzeuge werden automatisch repariert. Das ist ja auch eine Imba-Sache. So, jetzt haben wir wieder unsere Teleportationstypen. Ah, die können wir nur da, wo kein Nebel ist, hinsetzen. Wir haben einen Krieger verloren. Oh. Pff. Das war natürlich sehr klug. Fokus, Leute, Fokus. Shit. Oh, aber er hat nicht genug. Er hat nicht genug Energie für seine Patriot-Sachen. Das ist natürlich bescheuert. Das ist natürlich sehr bescheuert. Okay, Buggies. Go, go. So, jetzt müssen wir dran arbeiten, unser Kapitaleinkommen zu beschleunigen. So. Damit wir schneller mehr Buggies bauen können. Da haben wir jetzt gleich noch einen zweiten. Ach, der macht sogar bloß 20 und nicht 25. Pff. Oh, ist er tot? Ist schlecht. Na, dann müssen wir halt nochmal wieder neuen bauen. Ah, 2,5. Warte mal, wie schnell tickt der? Ja, 40 pro Sekunde kannst du sagen, ne? Ungefähr. Was machst du denn da? Du reparierst da hinten das Gebäude hier. Wow. Hallo? Sieht das nicht geil aus?
gut, jetzt sind die jetzt ungeschützt. Oh nein. Okay, da ist mein Sniper. Mit dem werden wir dann mal hier auf... Ach, das regelt der da schon. Können wir da eigentlich jetzt noch einen zweiten von bauen? Nee, da geht bloß einer. Und dann können wir auch den Entführer, glaube ich, nicht bauen, ne? Nee. Gut, dann werden wir jetzt als zweite Haupteinheit den Cyborg-Trupp, aka Mob, bauen. Hä, was macht mein Sniper hier? Wir haben einen Krieger verloren. So. Bam, 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 bam. Ja, dann kommt ihr mal hier ein Stückchen vor. Hoa, du siehst gar nicht gut aus. Du geh mal ein Stückchen zurück. Was will denn hier mal laden? Ich will hier nichts laden. Doppelklick macht laden. Was soll denn der Quatsch? Ich will speichern. Mach halt noch einen Speicherstand. Verkackte Kacke hier. So, und dann werden wir als nächstes mal noch so ein Dings bauen. Oh, wir kriegen auch erst wieder in der späteren Mission weitere Punkte, die wir da... Ah, ja, das ist unser erster. So. Snipe die denn mal. Sonst noch was? Wir haben einen Krieger verloren. Shut your face. Was ist eigentlich da oben los? Wieso sehe ich das? Es dauert nicht lang. Ich bin bereit. Okay. Ich bleibe in Deckung. Du sollst ihn abschießen. Drücke vor. Oh. Mir entkommt keiner. Schieben. Drücke vor. Was macht die denn da? Ich habe meinen Krieger verloren. Ich warte. Na, läuft doch hier. Wunderschön. Buggies. More Buggies. So, das ist soweit. Aha. Ist das jetzt aktiv? Nee. Können wir Flugzeuge? Nee. Wäre auch zu schön gewesen. Oh, da kommt er nicht hin. Okay. Also müssen wir hier lang. Da müssen wir aufpassen. Ich weiß nicht, ob die Türme uns enttarnen. Da ich ihn normalerweise nicht benutze. Kann er da, was raussnipen? Nee. Ach scheiße, ich wollte doch noch so einen zweiten Schwarzmarkt machen. Oh, er ist Rang 3. Wunderschön. Okay, er kommt durch. Sehr schön. Kann ich denn da nicht hier vielleicht meine... Ich bin bereit. Wir haben einen Krieger verloren. So. Oh, das war natürlich nicht sehr klug. Oh, die haben Granaten. Die sind assi, weil Granaten können... Oh, ja. Direkt zerstören. Also Infanterieeinheiten. Oh, da kommt ja ein ordentlicher Mob an. Vielleicht sollten wir mal ein paar Buggies... hier hinschicken. Und ihr lauft da schon immer mit hoch, okay? Dann sollten wir vielleicht noch ein paar mehr Arbeiter bauen, die da Geld abbauen. Und du baust jetzt hier erstmal noch einen Schwarzmarkt. Was? Nee! Okay, guck mal, ob du da hinkommst. Kannst du vielleicht deren Baufahrzeug ausschalten? Das wäre ziemlich cool. Alter, der ploppt da ja einen nach dem anderen raus. So, und du gehst jetzt hier hinten hin. Und... Yeah. Jetzt muss er da erst wieder eine Einheit reinschicken, damit er den wieder benutzen kann. So, und jetzt gehst du nach da oben hin. So. Oh, der ist aktiv. Die sind nicht aktiv. Das ist ja eigenartig. Wieso ist das Patriot-System hier unten nicht aktiv, aber das da oben ist? Und das da ist auch aktiv. Okay. Also müssten wir am besten mit unseren nächsten Leuten hier mal so ein Kraftwerk hier irgendwie kaputt machen.
Wir dachten eigentlich. Oh. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, das wollte ich nicht machen. Mich selbst angegriffen. Ihr mobbt mal hier hinten hin. So, achso, siehst du, wir könnten eigentlich auch noch ein paar Forschungen anlegen. Das haben wir noch nicht. Das haben wir alles, da haben wir alles. Ja. Ja. Oh, und das Spiel laggt, warum auch immer. Wir haben einen Krieger. Hallo? Was macht ihr denn da? Fucking retards. Mann, dann geht er mal weg da. Wenn ihr zum Scheißen zu blöd seid. So, und damit hätten wir dann eigentlich alles ausgeskillt, oder? Ja. So, Nummer 2. Irgendwas schießt da. Wir haben einen Krieger verloren. Whatever. Okay, wir haben wieder genug für den Schwarzmarkt. Jo, Wahnsinn. Brauchen wir auch so dringend. Hier, Panzer. Wir haben einen Krieger verloren. Die sind so übel, ey. Yeah. Oh. Ok, ok. Hier mal aufräumen. Zuck. Jojojo, das passt hier alles. Wird mal wieder Zeit für ein paar mehr Buggies. Und gleich haben wir unsere haben wir wieder eine Runde Teleportationstypis. Wir haben einen Krieger verloren. So, ich denke mal, hier könnten wir eventuell ein bisschen Schaden machen. Oh. Oh, warte mal. Das ist mir gerade was Geniales eingefallen. Wir übernehmen die Scheiße hier einfach. Notfalls können wir dann die Gebäude, glaube ich, verkaufen, oder? Einen Krieger verloren. Yeah. Geil, Flugfeld. Schön eingenommen. Yay! Oh, ich kann jetzt auch Apaches spawnen. Oder Comanches sind das ja. Geil. Good job. So. Nein! Mein Flugfeld! Ah, dann brechen wir das lieber ab und verkaufen das Ding. Und dich verkaufen wir auch. Kriegen wir es vorher verkauft? Ah! Wunderschön. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, was ist denn hier los? Oh, einer ist irgendwo eine Bombe reingelaufen. Lustig. Oh, wir sollten das vielleicht ein Stückchen nach vorne verschieben. Weil die ja hier schon abbauen. So, du kommst mal hierher. Und baust mal hier noch so ein Teil hin. Schwarzmarkt will ich von dir. Leute, ihr könnt hier schießen, ne? Also, ihr müsst hier nicht...
So, und dann müsstet ihr hier noch hin und den Rotz da wegrotzen. So, was sagt meine Buggy-Armee? Wird mal Zeit hier für einen Einsatz, wa? Nummer 4. Und ihr halt Bazooka-Schütze. Oh, wie langsam das läuft. Weil das Spiel damit überhaupt nicht klarkommt. 10 Frames, 9 Frames. Boah. Die übelste Grafik. Pff, wie die keinen Schaden machen gegen Infanterie. Ja. Ne, ist eigentlich auch egal. Oh ne, vielleicht sollten wir da... Machen wir das so. 3. Dann haben wir da einen so einen Level 3er mit dabei. Das sollte eigentlich reichen. So. Sollten wir mal hier langsam mal ein bisschen Druck machen. So. So, und wenn wir das denn hier alles haben. Top. Okay, ist nichts weiter. Dann kommt ihr mal hier runter und geht mal hier hin. Wir haben einen Krieger verloren. Nein! So, ich will mal gucken, ob ich den Arbeiter hier hinkriege, ohne zu sterben. Weiter geht's, Leute. Yeah. Du fahr mal ein Stückchen weiter vor. Wir haben einen Krieger verloren. Ah, genau reingelaufen. Ach so, die sterben automatisch, wenn sie zu weit vom Pulk weg sind, okay. Ah ja, ist ja nicht weiter schlimm. Ist nicht weiter schlimm. So, Feuer. Wir haben einen Krieger verloren. Oh fuck. Das war natürlich. Das war. Das hätte nicht sein müssen. Wir haben einen Krieger verloren. Deine Mutti ist in Gefahr. So, Hauptgebäude, Geldgebäude. Ah. So, Nummer 3, wo seid ihr? Hier, okay. Feuer sollt ihr da machen. Piu, 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 piu. Wir haben zu wenig Energie. Wir haben einen Krieger verloren. Verkaufen. Verkaufen. Wayne. Nummer 3. Oh, da fällt mir gerade ein. Die können, glaube ich, nicht Lufteinheiten beschießen, oder? Wir haben einen Krieger verloren. Ja. So. Ist das schön. Ist das schön. So, da können wir mal wieder ein paar Buggies bauen. Ja, warum nicht? Ein paar Mobs. Wir haben einen Krieger verloren. Passt doch hier alles. Wie die da nicht hinterherkommen, ey. An so eine schlampige, bescheidene Infanterie. Hier den Raketenschützen und jetzt den Raketenschützen.
da kommt mächtig viel Blau gerade in meine Basis an, aber ich denke mal, wenn wir jetzt hier drücken, dann... Ist doch ein bisschen... Oh, wir haben hier nicht mehr wirklich was. Da müssen wir dann vielleicht doch hier mal... Ja, wir haben einen Krieger verloren. Wir verlieren da gerade ganz schön viel. Das war ja nicht so geplant. So. Ach, hier kommen Kraftwerke fix. Dem können sie auch nichts mehr bauen, wenn sie keinen Strom haben. Das ist auch schön. Dass dann die Produktion anhält. So, jetzt muss ich erstmal hier in meine Basis gucken. Hier, schieß mal den hier kaputt hier, oder was? Nein! Gut. Du, komm mal her. Oh, halt. Den nicht ankommen lassen. Ach, fuck, scheiße. Oder, kriegst du den? Nee. Den machen wir lieber hier weg. Okay, hab ich mir noch gedacht, die können keine Flugzeuge beschießen. Ja, dann müssen wir halt hier jetzt die Sache klären. Dann sollten wir vielleicht ein paar Flugzeugkiller bauen. Ihr sollt hier angreifen, Gottverdammt. Weiter. Komm, den hier fix zerstören. Dann weiter mit den Kraftwerken. Du machst hier Infanterie. Kraftwerke. Kraftwerke. Ok, 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 ok. Immer schön auf die Kraftwerke. So. Kraftwerke. Hauptgebäude. Wo bist du eigentlich? Hier, Infanterie. So, Hauptgebäude weiter. Ah nee, das war ein Fahrzeug, eine Fahrzeugproduktion. So. Nein. Oh, den da, den da, den da, den da. Den Rang 3. Wir haben einen Krieger verloren. Achso, jetzt schießt der Patriot wieder. Fuck den Patrioten. Okay, Störung 2. Okay, jetzt müsste ja eigentlich alles relativ ruhig sein. Aber wir werden trotzdem... Wir haben einen Krieger verloren. Ja, ja, ja. Shut your face. So, dann bauen wir ein paar Panzers, ein paar Buggies. Infanterie, Raketenschützen. Wir haben einen Krieger verloren. Nein. Ja, ja, los, mach hin, Mob. So. Wir haben einen Krieger verloren. Oh, nein! Wir haben aber genug Kohle, dass uns das nicht weiter kratzt. So, dann sollten wir vielleicht nochmal ein paar Produktionsgebäude bauen. Also Fahrzeug und so ein Rotz. Oh, meinen Krieger verloren. Alter. Ach, da war das, der Level 3 Pilot reingegangen, der nichts machen kann. Haha, außer Fahrzeuge fahren.
So, da weiter. What? Achso, die haben wieder Granaten geschmissen. Wir haben einen Krieger verloren. Alter Schwede. Fuck, vor 2 kann ich nicht bauen, ne? Ja. Skitcher. Fuck, ey. Okay, das war dann eher suboptimal, was wir da gemacht haben. Oh, nee. Was? Nein, wir wollen keine Markierung machen. Wir wollen eine Gruppe 4 machen. Gruppe 5. So, Gruppe 5 geht auch hier hin. Und du tötest jetzt hier einfach mal alles. Ist auch ziemlich geil, mit einer Flakkanone quasi auf Infanterie weglasern. So, okay. Wo bleiben meine Buggies? So, zack. Buggies, ich will Buggies. Ganz viele Buggies. Zack. So. Ah, habe ich hier keine Gruppe gemacht? Ach, 5 ist das. Okay. Die Entfernung. Einfach nur übel. Oh nee. Piu 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 piu. So, wo ist denn der Bauarbeiter? Da ist einer. Nee, nicht Palast. Du sollst hier noch so eine Waffenfabrik bauen. Oder so ein Waffenhändler eher gesagt. So, was sagt der hier? Ist ja auch voll. Nee, da geht noch was. Da geht noch was. Pöbel. Oh, aber langsam gehen jetzt unsere Credits zur Neige. Komm du mal her. Baust du denn mal hier noch einen Schwarzmarkt? So. Okay, OKI. Wo sind jetzt meine Feuer? Numero uno. Die hat immer noch Energie, okay. Okay, meine Teleportas sind fertig. So. Warte mal, da war hier einer. Dann ist da hinten noch einer. Und dann ist da noch einer. So, und du nimmst dir den Bunker hier vor. Müssen wir alle nehmen oder nur eine bestimmte Anzahl? Besetzen sie 4 Bunker oder vernichten sie alle Verteidiger? Das hätte ich ja dann... was ein Quatsch. Die Mission hätte ja auch viel schneller vorbei sein können, fällt mir gerade auf. Ich hätte einfach bloß ganz viele Leute irgendwo hinstellen sollen und dann einfach hier Bunker einnehmen. Ah, so ein Rotz. So ein Rotz. Ja, das tut mir leid. Ich hätte mir die Mission vorher anschauen sollen. Okay. Was macht er denn? Okay. Haben wir denn hier irgendwo noch Infanterie, die was einnehmen kann? Hier da. Abbrechen. So, ihr baut dann jetzt hier halt Infanterie, die da hinten hingehen. So. So, Patriot-System läuft immer noch. So viel Kraftwerke kann er doch nicht mehr haben. So. Der Weg ist frei. Für die Freiheit. Wir wollen die höhere
So, dann hier wieder hin. Können wir das Patriot-System zerstören, ohne dass es auf uns schießt? Ja. Das ist gut. Das sind ein paar Buggies, ja? Oh, da tut sich was. Achso, da kommt wieder Infanterie. Ja. Wayne. Piu, 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 piu. Wie sie alle abhauen. Ja, Leute, 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 Leute. Geht nicht. Nein, ich will nicht beenden. Alter Schwede. Oh, das Patriot-System. Oh. Wieso schießt das nicht? Doch, jetzt schießt es. Ich wollte eigentlich jetzt hier nicht mehr so viel an Einheiten verlieren. So. Warte mal, das sind 1, 2, 3. Das dürfte der letzte sein. Ach, hier steht schon einer. Fuck. So, speichern wir mal. Und dann sollte die Mission eigentlich, auch wenn es jetzt ein bisschen länger gedauert hat, eigentlich fertig sein. Oh, da kommt was. Piu, 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 piu. Lusas. Lusas. Ja, im Wasser hat er eh nicht überlebt. Davon abgesehen. Ja, nun schießt er schon. Okay, dann können die das da kaputt machen. Aber wie sieht's hier aus? Ah, gleich fertig. Gleich fertig. So, zack. Okay, also muss ich sie trotzdem alle platt machen. Okay. 4, 5. Okay. Ist ja nichts mehr, wa? Ach, hier ist nur noch. Pff. Sind jetzt nur noch hier die paar Einheiten hier. Piu, piu. Was ist denn die 6? Marschiert da auch mal hin, aber ich glaube, so weit kommt die nicht mehr. Das müsste jetzt zu Ende sein. Ja, nein! Ach, was will der hier immer mit Laden? Speichern, Junge, speichern. Wir haben einen Krieger verloren. Yay, Sieg. Shit, ey, so wieder so viel Zeit verschwendet, nur weil ich mir die Mission nicht richtig durchgelesen habe. Ja, dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.